Yes. So, ihr Lieben, neues Video von Savage Scooters. Heute sind zum Abstimmen der liebe Roland und seine wundervolle Gattin da, ja, die total kamerascheu ist, die möchte nicht vor die Kamera, deswegen werden wir beiden herzallerliebst machen. Nee, ist sie gar nicht. Ist sie gar nicht, okay. Also ich wollte jetzt einfach mal nett sein so, ja, ja, und nicht jeden vor die Kamera zerren. Du bist aus Österreich gekommen, von wo kommst du denn? Also stell dich mal vor, stell deine Mopeten vor, wie heißt du, wo kommst du her? Weil das glaubt ihr im Leben nicht. Nee, wir sind beide aus Graz, also am Rande von Graz, drum die GU-Kennzeichen für Graz Umgebung. Ja. Ich kenne dich seit 2 Jahren, also nicht dich, sondern halt deine Videos, ja, indirekt dich. Und da waren ein paar dabei, die mich erstens mal sehr bewegt haben. Ja. Ich habe da damals sogar geschrieben über dieses, ja, okay, deinen Broadcast, über deine Vergangenheit. Ja, okay. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, den Kerl, den würde ich echt gerne mal kennenlernen. Wenn man das kombinieren kann mit abstimmen. Vespas, abstimmen, plus, ja, meine Frau ist aus Aachen, das heißt, das ließ sich relativ toll vereinbaren. Familienbesuch, also im Familienbesuch, Grunde werden ich nicht besucht, sondern die Familie. Kevin-Besuch, plus die Mopeds halt machen. Ja, und das hat sich jetzt einfach passenderweise ganz toll ergeben. Wir haben unseren Bus gemietet, haben die Mopeds da reingeschoben, sind gestern von Graz dahergedüst, das sind 1050, ja, Kilometer. Wahnsinn. Also wie gesagt, du hast definitiv den Pokal der weitesten Anreise gewonnen. Ja, okay. Gestern war jemand aus dem vom Bodensee da, der ist 700 Kilometer an einem Tag. Ja, gefahren. Ist aber auch ohne. Ja. Pro Strecke. Pro Strecke. Ja, 700 hin, 700, ja, her. So, ne? Also das ist schon eine Menge. Ja, ja, also freut mich persönlich sehr, auch euch beiden mal kennenzulernen. Ja. Moped, was wir hier haben, ist deine, ne? Die? Und die weiße ist von deiner Frau. Ganz genau. Pass auf, dann stell erstmal die vor und dann stellen wir die weiße vor. Das was hast du hier verbaut? PX 200 Lusso, ist ein 93er Baujahr. Mhm. Originaler Motorblock. Mhm. Getriebe ist die vierte Kurz. Das, ja, ist die primäre Übersetzung auf 2465. 2465. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht so hoch ausdreht. Ja, ist relativ kurz. Okay. Lang? 2465? Ja, ja. Lang? Egal. Ja, aber das ist 65 ist schräg verzahnt, ne? Ja. Das ist 200er Getriebe mit einem längeren Kupplungsritzel. Ja, deswegen, genau. Der marschiert schon gut nach vorne. Der hat halt wenig Endgeschwindigkeit. Ja. Ne? Also deine Frau fährt dir weg. Endgeschwindigkeit ist ihre geht 165, Fall. Aber du meintest, bei 140 soll sie schalten mit dem Reifen. Ja, das seht ihr gleich. Wir drehen nämlich das Intro jetzt, weil wir eben das Intro... Pamela war nicht da. Unsere liebe Kamerafrau Pamela war nicht da. Deswegen mussten wir das Intro jetzt drehen. Also wir müssen jetzt alle völlig überrascht tun, weil wir gar nicht wissen, ja, was die Roller... Was rauskommt. Wir wissen nicht, was rauskommt. Genau, wir wissen noch nicht, was rauskommt. Was steckt drinnen? Wie gesagt, Getriebe habe ich erklärt. Es ist ein Quadrini drinnen, 244 mit der 60er Sipwelle. Mhm. 26er Binasco-Vergaser, also 26er SI. Mhm. Ja, Steuerzeiten... Du hast mir gesagt, so tief runter wie geht. Ja. Das haben wir gemacht. Westpack, Venturi. Entschuldigung, ja, ganz genau. Westpack, Venturi plus der Deckel oben dran. Wabbezündung ist drinnen, 19 Grad abgeblitzt. Wunderbar. 1:33. 1:33. Ganz wichtig nochmal, ihr werdet jetzt auch gleich sehen, wir werden jetzt auch Folgendes machen. Wir werden mit Deckel abstimmen. Also wir werden die Eingangsmessung mit Deckel machen und dann auch die Ausgangsmessung mit Deckel machen. Damit ihr alle da draußen, die sich darüber hart schockiert zeigen, dass ich ohne Deckel messe, werdet sehen, dass es nichts macht. Das ist vollkommen egal, ob der Deckel drauf ist oder nicht. Das hat so viel Volumen, das ist unerheblich. Also das werden wir jetzt auch gleich noch unter Beweis stellen. Ja, und dann haben wir noch die weiße von deiner Frau. Jawohl, das, ist, mal die, rüber. Das ist die feine. Ja, im Dallas Cowboy Style. Ne? Und ich habe mit meinen scheiß Fettgriffeln schon die Sitzbank saurig gemacht. So, was haben wir denn hier? Das ist nämlich, das wird mich besonders freuen, dass ihr das gleich sehen werdet, was wir hier eben erlebt haben, weil das ist ein... Das ist eine 125er P, also P125X, 78er Baujahr. Ja. Mit Originalblock aufgebaut, das Conversion Kit auf einem 210er Sport. Also das Conversion Kit vom Scooter Center. Vom Scooter Center mit der BGM, mit der BGM-Welle. Ja. Originale Zündung. 24er SI-Vergaser, also Originalvergaser. So, und du hast gesagt... Polini-Auspuff. Polini-Auspuff, genau. Also Conversion Kit, 210 Malossi, ja. 24 Dello. Und du hast gesagt, du hast gefräst. Du hast den Einlass gefräst, ich habe den Einlass gefräst, ich habe die Überströmer gefräst, was ging, also wirklich viel gefräst. Und das Sehnemaß am Auspuff auf 63, also aufs MHR-Maß angepasst. Ungefähr. Aber nicht hoch, nur breit. Nicht hoch, nur breit. Okay. Hab angenommen oder nehme an, wir wissen noch nicht, was... Ja, wir wissen immer noch nicht. Doch, wir wissen. Weil wir das Intro, habe ich ja gerade gesagt, wir haben das Intro nachher gedreht. Also das wird euch... Also Annahme war 18, 19, vielleicht 20 PS und 21, 22 Newtonmeter, weil sie geht unten Nein. raus wirklich sauber. Ihr werdet das gleich sehen, wie sauber die geht. Lecko funny. Also vorab kann ich sagen,
Das ist definitiv das schnellste Conversion-Kit mit 2C Malossi, was ich je hier auf dem Prüfstand hatte, von dem ich persönlich weiß. Also es gibt kein schnelleres Conversion-Kit. Ich, selbst Walter und ich, wir haben es auch nicht weiter mehr rausgekriegt. Den Herrn Schröder, den ich gebaut habe, der hat es auch nicht ganz geschafft, das, was du hier rausgezaubert hast. Also allergrößten Respekt. Also da brauchst du definitiv überhaupt kein 200er mehr kochen für dem, was hier rumfährt. Also ja, gut. Also wir haben diese zwei wunderschönen Roller aus Österreich und die werden wir jetzt mal richtig schön abstimmen. Und ihr werdet jetzt in den Genuss kommen, das Ganze zu sehen. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch viel Spaß bei dem Video. So, vorgestellt haben wir euch die Kiste ja jetzt. Jetzt steht sie auf dem Prüfstand. Also nochmal für euch zum Update. Es ist ein 210er Malossi Sport drauf. Der Roland hat ihn gefräst, sagt er, bis es nicht mehr geht. Einlässe sind gefräst, Überströmer sind gefräst. Wir haben den großen Westpack-Deckel drauf. Wir haben einen bearbeiteten Vergaser, noch nicht ganz optimal bearbeitet. Und bedüsungstechnisch hat er, sagt er, irgendwas aus der Kiste gegriffen und reingesteckt. Jetzt fährt sie gut. Ob sie die optimale Leistung bringt, wir werden dann noch vergleichen können, wenn ich mit dem Bedüsen fertig bin, ob deine Richtung gut war oder nicht. So, ihr seht, Westpack-Deckel ist drauf. Wir werden jetzt mal einmessen, wo wir stehen. Und dann gucken wir mal, wie die ganze Party hier vonstatten geht. Ihr seht am Kennzeichen, ne? Österreich ist weit. Wir wollen auch, dass das Ding auch wieder nach Hause kommt. So, das heißt, du lässt jetzt einfach schön die Kamera weiterlaufen. Jawohl. Und ich mache den Rest. So. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut die schon am Gas hängen. Super, super. Also nochmal, für den Motor kann ich nichts, ne? Das ist alles gebaut worden mit dem Conversion Kit.
Also schon echt gut. Also man muss tatsächlich sagen, das ist bis jetzt der absolute Spitzenwert an Conversion Kit, was sich hier auf der, ja, also mit 210er Malossi Sport, mit 24er Vergaser ist das mit 24 PS schon der absolute Spitzenwert. Also, jetzt bauen wir allerdings mal um und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Ja. So, also ihr habt ja jetzt gesehen, was das Conversion Kit tatsächlich schon in der Lage gewesen ist zu drücken. Also es ist der stärkste Conversion Kit, was ich bisher auf dem Prüfstand hatte. Ich weiß, dass die Spouser mehr PS hat, aber die hat auch ein anderes Konzept. Die hat nämlich einen 244er. Das ist ein 210er Malossi Sport. Der ist natürlich ein bisschen bearbeitet, also relativ viel bearbeitet. Aber ihr seht, da kommt ihr also schon auf 24 PS und 25 Newtonmeter. So, jetzt haben wir die Bedüsung geändert. Der Vergaser ist noch nicht ganz umgebaut. Den werde ich jetzt nochmal umbauen gleich. Aber ich stecke jetzt erstmal die neuen Düsen rein. Jetzt werde ich einen Lauf machen ohne Deckel und danach mit Deckel. Und dann werden wir das auch nochmal vergleichen. Und werden mal sehen, womit er mit meinen Düsen am Ende des Tages landet. Ob sich überhaupt was ändert oder ob sich nichts ändert. Wir gucken uns das jetzt an. Jetzt kommt der nächste Lauf. Thank you.
Kollegen genau die gleiche Leistung, allerdings mit meinen Hüten ein bisschen mehr Leistung. So, jetzt haben wir die erste fertig von dir. Jawohl. Also, ist definitiv das stärkste Conversion 210 Malossi Kit, was ich je auf dem Prüfstand hatte. Was aber auch daran liegt, du hast mir gesagt, du hast eine 63er Sehne gefräst, du hast die Überströme gefräst und du hast den Einlass gefräst auf 118,63. 118,63. Genau. Ja. Das heißt, du hast also wirklich alles angefasst, was man anfassen kann. Und dafür hast du auf dem Conversion Kit wirklich 25,6 PS und 25,9. Ja, wenn wir mal gucken, mit der schwarzen Kurve ist er gekommen und mit der roten geht er nach Hause. So, das ist im dritten Gang bei 90, 95 km/h einer Spitzenleistung, Umdrehungen. Wir haben jetzt die Spitzenleistung anliegen bei 7100 Umdrehungen, was wieder klar für den gefrästen Einlass spricht. Und die Spitzendrehmomentleistung haben wir bei 6466. Und du siehst also auch, dass du hinten raus deutlich mehr, mal gucken, wie viel das sind. Also du bist gekommen mit 19 Newtonmetern bei 7800 Umdrehungen und gehst mit 21,5 Newtonmeter, also mit 2,5 Newtonmeter mehr bei gleicher Drehzahl. So, klar, wenn man den Auslass fräst, dann bleibt das nicht aus. Ne? So, also aber definitiv bis jetzt der stärkste 210 Malossi Sport Conversion auf einem 125er Block ist das, ne? 125er Block, ja. 125er Block, ja, Respekt, ey, mein lieber Mann, da hast du echt einen rausgepflastert. So. Du. Also, man, und du hast da noch ja, gut, draufgelegt. Wir haben die Basis geschaffen und du es draufgelegt. Genau, also du kam, die Abdüsung, die du gemacht hast, die war schon super gut. Was wir gemacht haben, wir haben den Vergaser noch final modifiziert. Wir haben nochmal meine Düsen reingesteckt und das hat in der Nebendüse warst du fast perfekt. Ja, da konnte ich sogar noch ein bisschen magerer gehen. Aber du siehst, also wirklich bis zur Überschneidung in die Hauptdüse, ne? Da spreizt es sich dann auf. Da kommt aber auch das Mischrohr zum Tragen, was ich verbaut habe und so weiter und so fort. Also die Kombination aus den Düsen, die wir jetzt da drin haben, hat mit den Fräsarbeiten, die du gemacht hast, 25,6 PS und 26 Newtonmeter rausgehauen. Das ist schon sehr beachtlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir aus dem anderen Roller holen. Ne? Nee. Ja, ich finde es beachtlich. Ich finde es wirklich, wirklich straff. Also ja. Respekt. Der Hinterreifen wird wahrscheinlich jetzt fertig sein, weil wir haben, also ich habe den nur für euch zur Orientierung, wir haben in der Spitze 158 km/h gefahren und der Hinterreifen, der wird aufgegeben haben. Also das, was da am Prüfstand an Abrieb liegt und der hat auch, der hat extrem Gummi verbrannt. Das hast du auch gesehen, er hat extrem gequalmt nachher, weil der Reifen, der war völlig überfordert. Ich gehe mal davon aus, dass der Reifen eine Geschwindigkeitszulassung hat von 120. Also bevor ihr wieder in Österreich die Berge unsicher macht, bitte bau die Reifen um, weil das ist, das wird es auf Dauer nicht. Ja, ne? Ja. Also. Und ein weiterer großer Tipp ist, bitte auf Scheibenbremse umbauen, weil das ist zu viel für Trommel. Also du solltest, der nächste Schritt sollte Umbau auf Bremsscheibe sein.
zwingend, weil gut, kann ja auch keiner damit rechnen, dass so viel Leistung rauskommt. Aber wie ihr seht, fräsen bringt doch noch was. Ne? Also wir hatten 21 PS gesteckt auf dem Conversion Kit, jetzt haben wir 25,6 PS, also 4,5 PS kriegt man da mit dem Fräsen nochmal bei. Und dann lohnt sich das Conversion Kit. Es ist witzig, weil der bringt genauso viel Leistung auf dem Conversion Kit wie auf der 200er. Das Original, ja. Ja, ist brutal. Das ist brutal. Also das Conversion Kit. Und du hast eine extreme schöne Laufruhe. Ne? Ja. Also ich habe das auch auf dem Prüfstand gemerkt. Du hast so gut wie überhaupt keine Vibrationen. Ne? Okay, super. Also dann machen wir jetzt die blaue und gehen den nächsten Schritt. Ich bin gespannt. So. Das ist ein 244er Quattrini mit einem 26er SI. Und er hat jetzt 28 PS? Ja. 28 PS. Und du hast mit dem Conversion Kit von deiner Frau ja, okay. 26 PS. Nur damit du es mal greifen kannst. Ja. Wir reden hier deutlich, natürlich, du hast deutlich mehr Drehmoment aufgrund des Nutzhubes und des generell größeren Hubes. Ne? Du hast 244 Kubik mit der 60er Welle. Du hast also mehr Hub, mehr Nutzhub, ne? Das gibt mehr Drehmoment, keine Frage. Aber PS-mäßig sind es nur 2 PS. Mhm. 244 Quattrini zu einem gefrästen Malossi 210 auf dem Conversion Kit auf einem 125er Block. So, das sind nur 2 PS und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist die Frage, kaufst du dir einen Malossi 210, machst das Conversion Kit und fräst dir den ganzen Otto auf? Oder investierst in 200er Block, kaufst eine dicke Welle für 350, 400 Euro, kaufst einen Zylinder für 750 Euro. Ganz ehrlich, auf die 2 PS ist doch geschissen, wenn du mit dem Conversion Kit deutlich günstiger bei der Nummer rauskommst, oder? Dann fräse ich doch lieber an dem Malossi rum. Yep. Das hast du ja jetzt ja eindrücklich bewiesen, dass das Fräsen wirklich was gebracht hat. Ne? Aber
Wir gucken uns jetzt den Vergaser nochmal an. Ihr habt gesehen, wir haben mit Deckel gemessen. Wir werden auch gleich wieder mit Deckel messen, damit es reproduzierbar ist für euch. Und werden den Vergaser jetzt noch entsprechend umbauen und dann neu bedüsen. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Gut. So, jetzt haben wir mein Bedüsungsbesteck reingebaut. Der Deckel ist wieder drauf, der Venturi ist drauf. Wir haben den Vergaser noch modifiziert. Da waren noch ein paar Stellschrauben zu drehen. Jetzt gucken wir, wo wir landen. Dein Wunsch war es gewesen, dass eine 30 steht. Wir hatten jetzt 28 PS. Mal gucken mal. Manchmal ist es halt so, du hast von den Steuerzeiten, was sagtest du, 120, 177? Ja, 122, 177. 122, 177. Also die Steuerzeiten sind nicht so wahnsinnig hoch. Ist natürlich ein super Drehmoment. Wir gucken mal. Und wenn es nicht mehr PS ist, aber dann ist es Hauptsache, es ist stabil. Ne? Dass du also Dauervollgas fahren kannst. Das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Gucken wir mal. Also, bedüsungstechnisch haben wir es jetzt vernünftig eingestellt. Lass mal meine Frau filmen, weil die weiß jetzt, was wichtig ist. Ne, meine. Die ist ja da. Nein. So. Du kommst neben mich, Roland. Komm mal ran. Das darf ja nicht so wackeln, gell? Ja. So. Rote Kurve gekommen, schwarze Kurve gegangen. Wir haben untenrum in der Nebendüse ein bisschen Leistung verloren, was einfach daran liegt, weil wir in der Nebendüse höher gegangen sind. Ich habe sie dir fetter gemacht. Mhm. Das kann der aber ab. Und du siehst aber genau, hier ist die Schnittstelle. Hier kann man das wunderbar sehen. Hier ist die Schnittstelle zwischen Haupt- und Nebendüse.
und du hast hier einen Unterschied von 18,5. Da liegen die Punkte relativ nah beieinander. 21,3 zu 21,14. Naja, also ich würde fast sagen, ich habe jetzt keinen Punkt, die beiden sind relativ nah beieinander. 15,5 und 15,5, ja, die haben keinen Unterschied tatsächlich. Also neben Düsen haben wir drei Nummern erhöht. Ja. Es auf dem Diagramm sieht so aus, als wären wir ein bisschen leistungsmäßig drunter, aber das ist nicht signifikant spürbar. Du bist aber fetter unterwegs. Und du bist fetter unterwegs, heißt, du bist auf der sichereren Seite mit der gleichen Leistung. So, mit der Hauptdüse hattest du viel zu fett bedüst. Ja? Da sind wir jetzt einfach nochmal mit der Hauptdüse auf 190 sind wir jetzt runter. Da sind wir von 28,16 zu 27,6. Also wir haben oben ein halbes PS rausgewonnen. Ja, einfach nur ein bisschen magerer gegangen, weil deine Hauptdüse war ja mit der Reibahle, die war also nicht definiert. Nee. Ja, die war also deutlich größer als die 190er, die wir jetzt reingepackt haben. Aber mit der 190er sind wir ein bisschen leistungsstärker oben raus. Es hat sich nicht viel getan. Also deine Bedüsung, die du da drin hattest, die war schon ganz okay. Ist aber in der Hauptdüse zu fett gewesen. Also das müsstest du jetzt merken. Du müsstest mal gucken, wenn du bei dir in Österreich in den Bergen rumballerst, wie sich das tatsächlich dann darstellt, ob er bis zu wie vielen Metern er hoch will. Ne? Wir können dann ja nochmal sprechen, dass du dann sagst, naja, die meisten Jungs sagten so bis 2.500 ohne Umdüsen mit dem System. Ab 2.500 mussten sie in der Hauptdüse ein bisschen magerer machen. Aber dann gebe ich dir Hauptdüsen mit und dann passt das. Ja, also ihr habt jetzt gesehen, für alle die ja immer noch geglaubt haben, dass, sag mal schnell, mit dem Deckel deutlich weniger Leistung einhergeht. Ihr habt ja jetzt gesehen, ne? Deckel haben wir drauf, genauso wie vorher, haben genau das gleiche Setup gemacht. Ne? Ist bei dem Deckel völlig egal, ob der drauf ist oder nicht. Der hat so viel Volumen, das spielt da keine Rolle. Ja, so, dann war es das tatsächlich. Beide Roller sind abgestimmt, beide Roller haben ein kleines bisschen mehr Leistung, laufen aber jetzt ruhiger. Oder erzähl mal, du stehst ja gerade hier, du bist ja gefahren mit der Weißen. Die ist echt toll, ja. Ja? Ja, war vorher gut, aber das merkt man einfach, dass sie viel mehr Biss hat. Also mehr Biss heißt, hängt besser am Gas, ja, geht freier hoch. Ja, das ist das, was ich halt auch von allen anderen Jungs höre, ist, dass die Roller eine viel saubere und bessere Gasannahme haben, dass sie nicht mehr rotzen, nicht mehr spotzen. Und das sagst du ja. Ja. Sagst du auch, oder? Ja. Ja, siehst du. Also sind wir ja auf einer Welle. Ja, wunderbar. Dann haben wir die beiden Österreicher hier jetzt auch abgeschmeckt. Schön, dass ihr da wart. Also wir grillen ja noch ein bisschen heute Abend. Also schön, dass ihr da seid. Und du hast tatsächlich den Pokal der weitesten Anreise bisher gewonnen. Also aus Österreich zum Abstimmen super. Kommen, finde ich super. Also da nochmal vielen Dank dafür, für dein Vertrauen. Danke. Und dann würde ich jetzt sagen, jetzt packt mal die Rolle auf die Straße und dann können wir, oder könnt ihr wieder losdonnern. Ja? Ja. Ah, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar oder auch ein Abo, das wäre total schön. Ansonsten würde ich sagen, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee.